Nur noch wenige Tage und ich habe großartige Neuigkeiten, während ich hier live gegen Giovanni kämpfe mit einem einzigen Moskito. Also, die letzten Tage, an welchen man Krypto-Regi-Stil vorerst noch bekommen kann. Ich sage nicht, dass das ultra stark oder nützlich ist, ist es nämlich nicht. Doch ich hol's mir jetzt, ich habe bisher jedes Giovanni-Pokémon ein einziges Mal geholt und so werde ich es auch bei Regi-Stil handhaben. Meine übrigen Rocket-Radare habe ich damals bei Mewtwo ausgegeben, da habe ich glaube ich 3 Stück. Genau, also, es wird ja außerdem dann in ein paar Tagen die Team Go Rocket-Übernahme startet am 25. März. Und da stand in der News dran, dass es Shinies bei ganz normalen Krypto-Rüpeln geben wird. Nun haben wir endlich mehrere Bestätigungen von Niantic-Partnern. Unter anderem hat Nick das im Video erwähnt, aber auch Pokémon-Professor, Netzwerk und Co. Das ist mit dem Event und danach dann auch noch eine permanente Änderung und Einführung. Aber wie es zu 1000% funktioniert, wissen wir nicht, welche davon shiny sein werden. Doch man kann von normalen Rüpeln dann schillernde Krypto-Pokémon bekommen, was aktuell immer nur bei den Bossen Cliff, Alo, Sierra möglich ist und möglich war. Ah, ich hätte ja vorher wechseln sollen, fällt mir auf. Jetzt setze ich nämlich das Ganze von den Steigerungs-7 zurück. Aber egal, da kann ich ja noch ein bisschen extra Energie holen. Also, und das ist einfach nur, da fehlen mir die Worte. Endlich, so genial, Shinies, Krypto-Shinies bei normalen Rüpeln. Ich glaube, da wird es euch ein bisschen mehr motivieren, dass ihr da dann kämpft. Nick hat vermutet, und das könnte ich mir auch vorstellen, dass alle Krypto-Shinies, die es bisher schon gibt, die irgendwann mal bei den drei Bossen eingeführt wurden, ja, zum Beispiel die Kanto-Starter, oder aktuell haben wir... Nein! Okay. Neuer Versuch, neues Glück. Also ich will euch zeigen nochmal nur diese drei und dann spule ich aber gleich vor, den Anfang müssen wir nicht nochmal sehen. Eine Kleinigkeit werde ich wohl ändern und zwar schon früher wechseln, noch bevor ich mich mit Steigerungshieb nach oben pushe. Also, aktuell haben wir Tanhell bei Sierra kann shiny sein, Nidoran bei Alo kann shiny sein, Magnetilo bei Cliff kann shiny sein und mit dem Event dann vermutlich eine neue Rotation andere Pokémon. Und so wie Trainer-Tipps Nick das vermutet und was ich auch als sinnvoll erachte, als realistisch, und zwar alle, die es schon in Shiny gibt, das heißt, wenn ihr irgendwo bei einem normalen Rüpel ein Tanhell bekommt oder in Zukunft bei einem Elektro- oder Stahlrüpel dann ein Magnetilo oder Nidoran gibt es auch häufig, dann können diese Pokémon Shiny sein von ganz normalen Rüpeln. Und dann haben wir irgendwann wieder drei neue bei den Bossen und sobald die dann auch bei den normalen Rüpeln sind, wieder erneut die Möglichkeit irgendwann danach, dass die shiny sein können. Und das ist immerhin schon mal ein Anfang. Ich würde es zwar natürlich, wenn ich die Wahl hätte, besser finden, wenn man einfach direkt alle in shiny bekommen kann, die es zumindest schon in der normalen Variante als shiny gibt, sage ich jetzt mal. Das wird vermutlich nicht passieren, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist schon mal ein Anfang. Das ist wirklich schon mal ein Anfang. Sehr schön, sehr genial, schauen wir mal. Und es soll, wie gesagt, laut Nachricht von Niantic-Partnern, wirklich permanent sein und nicht nur für dieses eine Event. Und das steht nur so nebenbei dran. Und ich habe das damals schon in meinem Video, als ich das gesehen habe, in der News, so sehr gehypt, weil das ist, ehrlich gesagt, das Krasseste aus dem kompletten Event und so weiter. Übrigens mit einem Hyperliga-Moskito, mit einem einzigen Pokémon und 2 WPC in Taubsi. Giovanni besiegt, 5000 Sternenstaub, sehr schön. Und nun kann ich Regi-Stil fangen. Ich habe jetzt noch einen Super Rocket Radar. Na und, Moment mal, die bleiben nicht beim ersten Mal drin, oder? Nur wenn sie shiny sind. Oder? Nehmen wir mal eine Sananabeere, um zu schauen. Genau, also, das ist heftig. Oder bleiben sie doch beim ersten Mal drin? Doch, kann sein. Ich glaube, ich vergesse es immer. Die bleiben auch beim ersten Mal drin. Gut, dass ich eine Sananabeere verwendet habe. Es sind ein paar gratis
Bonbons, genau. Registil, mein erstes und einziges. Schauen wir mal auf die IV. Perfekt, das ist genau in der Go-Kampf-Liga sinnvoll. Und da will man wenig Angriff und die anderen beiden Werte hoch haben. Und bei mir ist leider Gegenteil Tag. Ja, da kann man nichts machen, aber ist sowieso nicht so gut. Also man will es nicht mal in der Superliga vermutlich verwenden. Oh, es kommt auf Punkt genau 2500. Da hat so viel Angriff, ich weiß auch nicht. Na gut, ich gebe ihm mal einen Stern dem Ding. Bei der Giovanni-Medaille bin ich nun bei 17 von 20 für die Goldene. Und ich habe noch einen Super Rocket Radar in meinem Inventar. Habe nie was verpasst und ich glaube, das sollte vollzählig sein. Ich kann hier nochmal die Liste einblenden von allen Spezialforschungen. Genau, und die eine, die mache ich jetzt fertig. Zwielichtige Zwischenfälle ist die aktuellste. Und dann ab dem 25. gibt es für Regi Eis eine neue, eine weitere. Und neben diesen Spezialforschungen hatten wir auch schon befristete Forschungen, dann beim GoFest virtuell gab es mal Giovanni extra für die Leute, die ein Ticket hatten und so. Ja, 17 bzw. 18 müssten das komplette Maximum sein. Ich habe nie etwas verpasst, aber wenn ihr jetzt brandneu anfangt, die alten bekommt ihr nicht mehr. Genau, und von Mewtwo habe ich hier zum Beispiel 3 geholt. Mal schauen, was da noch passieren wird in Zukunft. Das ist richtig heftig, das war aber auch mit mindestens 10, 10, 10 aus der Spezialforschung. Und das hier auch wirklich top, mag ich aber momentan zu sehr in der Hyperliga, obwohl ich es eigentlich pushen sollte. Wie das dann genau funktioniert, werden wir bei der Team Go Rocket Übernahme hoffentlich herausfinden, welche Pokémon sind in Shiny verfügbar. Zum Beispiel eben, wie gesagt, alle, die es normal gibt oder nur die, die mal als Krypto-Variante bei den Bossen eingeführt wurden. Ich vermute, dass es so ist, eben die Bosse mussten die mal haben, dann kann man sie bei den Rüpeln bekommen. Ist dann zwar irgendwann kompliziert durchzublicken, Moment, welches gibt es jetzt in Shiny? Von welchem Pokémon war schon mal die Entwicklung im Raid, sodass das vielleicht als Shiny verfügbar ist per Mega-Entwicklung durch die Mega-Entwicklung und so. Doch irgendwann in einigen Jahren haben wir vielleicht jedes mögliche Pokémon als Shiny und dann muss man hier erst gar nicht mehr überlegen. Okay, also nur noch wenige Tage bei Giovanni Registeel, am 25. März dann Regi Eis. Was es auch in den nächsten Tagen jeweils wenige Tage gibt, sind richtig viele Veranstaltungen, wo Niantic zusätzliche Pokéstops aufstellen wird, mit 6-stündigen Lockmodulen und Inkognito-Buchstaben. Falls jemand zufällig da irgendwo sein sollte, werde ich die jetzt der Reihe nach durchgehen. Da haben wir zum Beispiel mal die Experience Otaku in Spanien und der Ort ist hier immer unter dem Datum Palacio de Congreso. Das gibt man irgendwo ein bei Google oder so und dann findet man die Adresse 24.03. bis 26.03. ist so eine kleine Veranstaltung, wo dann bei Pokestops Feldforschungen mit Inkognito E und A verfügbar sein werden. Porygon und WhatsApp gibt es auch. Ich glaube zu wissen, dass diese Buchstaben nicht shiny sein können. Leider, was haben wir noch? Wir haben vom 29. März bis zum 8. April das London Games Festival in London. Dann in Frankreich ein Game Event, TGS. Und das Wort dürft ihr so aussprechen, wie ihr das möchtet. Keine Ahnung, Montpellier, ich weiß es nicht. 25. 26. März, da haben wir 3 Buchstaben, T, G und S, passend zum Namen von diesem Event. Dann das Anime-Fest in Tschechien, 5.5. bis 7.5. mit A und B als Buchstaben. Und zu guter Letzt habe ich noch gefunden die Paris Manga und Sci-Fi Show, 1.4. bis zum 2.4. in Paris mit den Buchstaben P und M. Und mir fällt gerade auf, ich habe das von den Terminen ein bisschen durchgemischt. Aber wenn da irgendwann irgendwo jemand Urlaub macht, vielleicht kann man ja mal kurz vorbeischauen. Das gab es jetzt zum Beispiel beim offiziellen PvP-Turnier an dem Wochenende, als auch die Go-Tour Höhen stattgefunden hat. Da war alles voll mit Lockmodulen, extra Pokestops. Ist vielleicht ganz nett, wenn man zufällig in der Nähe ist. Na gut, dann soll es mal für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.